Ich glaube, wir waren so in dieser ersten Phase des Wahlkampfs bis jetzt drin, wo alle erstmal natürlich Kandidatinnen, Frau Baerbock und natürlich auch die Kandidaten, vor allem eben auch Olaf Scholz und natürlich auch Herr Laschet, sich erstmal finden mussten, sich intern auch durchsetzen mussten und sich natürlich auch erstmal nominieren mussten. Der zweite Teil ist jetzt auch der Rollout des Parteiprogramms. Beim Grünen haben wir es vor einer Woche gesehen auf dem Parteitag. Die CDU stellt jetzt heute das Wahlprogramm vor. Und da ist natürlich jetzt auch eine Rollout von dieser Inszenierung von dem Parteiprogramm mit da. Ich glaube aber, was wir auch ganz stark gesehen haben, und das war digital eben der Fall, nachdem die Grünen fulminant gestartet sind, ja, haben alle die Umfragewerte gesehen, ging es natürlich auch mit einem harten Kontrast raus. Ne? Du hast gerade vor allem auch eben Konrad Adenauer hast gesehen bei der CDU, die gesagt haben, Donnerwetter, so nicht nur haben die einen fulminanten Start hingelegt, Frau Baerbock scheint auch durchaus beliebt zu sein und schon kam eben auch das harte Kontrastprogramm, wo natürlich auch einfach gezeigt wurde, wo sind vermeintliche Schwächen von Frau Baerbock und die wurden auch ausgeschlachtet. Nicht nur in irgendwelchen Pressekonferenzen, sondern auch gerade, was ich so in WhatsApp und in anderen digitalen Medien gesehen habe, Instagram und so weiter und so weiter. Was da doch schon auch an harter Auseinandersetzung dabei war, ich glaube, das hat sich gewaschen und wir haben es natürlich auch gesehen, so negative Wahlwerbung funktioniert auch und die Umfragewerte sind natürlich auch stark runtergegangen.